Moin und herzlich willkommen zu Watch & Work. Watch & Work sind die Service-Videos von ContiTech für Kfz-Monteure. Mein Name ist Stefan Meyer und ich zeige euch in jeder Folge einen anderen Fahrzeugmotor. Und um welchen es heute geht, das zeige ich euch jetzt. Die Videos sind für Profis, nicht für Hobbyschrauber. Alles klar? Dann los! Heute habe ich euch einen Motor aus einem VW Jetta 2015 mitgebracht. Wir haben hier einen 2 Liter Cummins-Rail Motor mit 110 kW und der Motorkennung CUUB. Für diesen Motor benötigt ihr unser Zahnriemen-Kit mit Wasserpumpe CT1168WP1. Und das sind die folgenden Inhalte und Werkzeuge, die dafür benötigt werden. Als erstes müsst ihr jetzt wieder OT erste Zylinder einstellen. Dazu müsst ihr als allererstes die obere Zahnriemenverkleidung ausbauen. Wir haben drei Markierungen, die eingestellt werden müssen. Zum einen haben wir hier unten an der Kurbelwellenriemenscheibe und der Verkleidung einmal OT stehen. Wir haben auf der Nockenwelle eine Position, die eingestellt werden muss und an der Kraftstoffhochdruckpumpe. Wenn ihr an der Kurbelwelle OT eingestellt habt, sollten auf der Nockenwelle und am Kraftstoffhochdruckpumpenrad diese beiden Markierungen fluchten, sodass wir diese Werkzeuge dort einführen können. Jetzt nehmt ihr die Kurbelwellenriemenscheibe und die untere Zahnriemenverkleidung ab und könnt zusätzlich die Kurbelwelle mit diesem Stopp fixieren. Beim Ansetzen für das Werkzeug der Kurbelwelle achtet ihr darauf, wir haben hier eine Aussparung und hier einen Nocken. Das Ganze muss ineinander greifen, dann wird das Ganze mit diesem Dorn hier hinten im Gehäuse verankert und zusätzlich mit zwei Schrauben von der Kurbelwellenriemenscheibe befestigt. Die Steuerzeiten habt ihr jetzt korrekt eingestellt. Nun löst ihr als nächstes diese kleine Schraube und im Anschluss unter Verwendung des Gegenhalters die große Zentralschraube der Nockenwelle und die Mutter von der Kraftstoffhochdruckpumpe unter Verwendung des Spezialhalters. Jetzt löst ihr die Schraube der Spannrolle, entspannt den Exzenter und nehmt den Zahnriemen ab. Und im Anschluss könnt ihr die Komponenten tauschen. Wundert euch nicht, wir haben bei diesem Kit zwei unterschiedliche Möglichkeiten von Spannrollen. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Hersteller. Das ist bei VW Original auch so, ja, ist bei uns nicht anders. Nur vom Optischen unterscheiden die sich halt ein bisschen, genauso wie beim Einbau. Ne, wir hatten eben diese drin verbaut, die bauen wir auch gleich wieder ein, weil die bei uns im neuen Kit ist. Es gibt auch noch die zweite Möglichkeit, dass ihr eine optisch andere Spannrolle bekommt, die sieht dann so aus. Also da nicht wundern, ja. Der Einbau ist wie bei dem alten System auch. Beim Einbau der Spannrolle müsst ihr wieder auf eine spezielle Einbaulage achten. Wir haben hier einmal eine Nase am Hebel der Spannrolle. Die Nase muss hier in diese Ausbuchtung am Motor eingehakt werden. Und des Weiteren müsst ihr darauf achten, dass unsere Nockenwelle und unser Kraftstoffhochdruckpumpenrad frei drehbar ist. Es sollte aber nicht zu lose sein, dass die Räder kippeln, das heißt gerade noch so, dass wir sie drehen können. Bei der Einstellung der Räder müsst ihr darauf achten, wir haben hier an dem Nockenwellenrad ein Langloch. Ja, das sollte mittig ausgerichtet werden. Müsst ihr darauf achten, wenn nachher der Zahnriemen gespannt ist, darf hier oben das Werkzeug nicht am Rand dieses Langlochs anliegen. Ja, das muss so noch Luft haben. Genauso ist es an der Kraftstoffhochdruckpumpe. Auch hier haben wir einen Verstellbereich. Das Rad sollte auch lose sein. Hier müssen wir nachher darauf achten, zum Schluss, wenn der Zahnriemen gespannt ist, dass diese Markierung nicht mittig des Abstiftes steht. Ja, weil sonst haben wir keine Verstellung mehr nach unten. Ja, wir haben dort die Bewegung und deswegen muss das Ganze mittig ausgerichtet werden. Den neuen Zahnriemen legt ihr im Uhrzeigersinn in folgender Richtung auf. Wir starten an der Kurbelwelle, gehen über die Umlenkrolle, über die Spannrolle, Nockenwellenrad, Kraftstoffpumpenrad und als letztes Rad unser Wasserpumpenrad. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum es wichtig ist, die Schraube von der Nockenwelle und die Mutter der Hochdruckpumpe zu lösen. Das Ganze hat mit der Spannung der Spannrolle zu tun.
Weil im Moment, wenn ich die Spannrolle spanne, ziehen wir den Riemen über die Spannrolle zurück und kriegen hier Bewegung rein. Ich zeige euch das mal eben. Achtet mal hier oben auf die, auf das Langloch, wie viel Bewegung wir da drin haben im Spannvorgang. Ja, was ich da für Bewegung reinkriege. Und dementsprechend könnten wir jetzt im Spannvorgang das Werkzeug blockieren, wenn die Schraube und Mutter der jeweiligen Wellen dort nicht los sind. Den Zahnriemen spannt ihr jetzt über den Exzenter der Spannrolle im Uhrzeigersinn, bis der Zeiger der Spannrolle mit der Markierung mittig fluchtet. Nun entfernt ihr die Arretierungswerkzeuge und zieht die Schraube und die Mutter jeweils mit 20 Newtonmeter fest unter Verwendung der Gegenhalter bitte. Dreht den Motor 2 Motorumdrehungen durch und überprüft die Steuerzeiten erneut. Bei der Kraftstoffhochdruckpumpe kann es euch passieren, dass der Dorn jetzt nicht mehr passt, dass er so geringfügige Abweichungen hat. Das darf so sein. Wichtig ist, dass hier oben Nockenwelle und Kurbelwelle übereinstimmt. Wenn das soweit ist, dann wird das Ganze nochmal wiederholt. Das heißt, bitte noch 2-mal den Motor durchdrehen, das Ganze kontrollieren und dann, wenn alles passt, die Schraube auf Enddrehmoment bringen. Das heißt, wir ziehen die Schraube unter Verwendung des Gegenhalters mit 100 Newtonmeter fest und die Kraftstoffhochdruckpumpe auf Endanzug mit 95 Newtonmeter. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Jetzt müsst ihr den Motor nur noch komplettieren. Achtet dabei bitte auf die Herstellervorgaben, speziell auf die Drehmomente. Denkt dran, nach fest kommt ab. Bevor ihr das Schätzchen jetzt wieder auf die Straße lasst, denkt bitte an unser Qualitätssiegel. Verklebt unseren Wechselaufkleber gut sichtbar im Motorraum, damit der Kunde auch sieht, dass ihr Qualität verbaut habt.